Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von House of Da Vinci 2. Wir betreten jetzt gleich ein ganz neues Kapitel, nämlich in der Sacra di San Michele. Und da legen wir doch gleich mal los. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Am Ende der letzten Episode sind wir auch, ja, unserem guten Freund Leonardo mal wieder begegnet. I remember, Giacomo, that there were times when I set off for long walks through the steep hills around Milano in search of an inspiration for my painting of the Virgin of the Rocks. Although I was a lot younger at the time. But we are here for something completely different. The abbot of this monastery generously allowed us to visit the library and to study some of the books. My plan is to feign studying them, and thus give you some time. In the meantime, you will try to locate the secret part of the library Luca Pacioli told me about. Somewhere in it, there must be the chronicle Ordo Iustitialis. I was told by the abbot that Brother Malachi, who serves within these walls as a librarian, should expect us. Now, go and knock upon the door, so he knows we have arrived. Dann mache ich das doch gleich mal. Na, jetzt. Huch, nein, ich wollte doch gar nicht eigentlich aufs Notizbuch. Aber das können wir natürlich auch anschauen. Das haben wir uns ja beim letzten Mal gar nicht mehr angeguckt. Nach meinem Treffen mit Meister Leonardo machten wir uns auf den Weg zu dem wichtigen Ort, an dem seine Pläne verwirklicht werden sollten. Während der Reise erzählte er mir, was er entdeckt hatte. Cesare Borgia war Teil einer Geheimgesellschaft, welche einflussreiche und mächtige Leute zusammenbringt. Sie verwenden ein kurioses Symbol, um sich gegenseitig zu erkennen, die Kombination aus den Buchstaben I und O sowie der Nummer 8. Die Gesellschaft besaß von jeher Überreste alter Pläne für eine mysteriöse Maschine und der Herzog gewann ihr Vertrauen und die Aufgabe, ihren Bau zu überwachen. Also kam er zu Leonardo, aber Borgia kümmerte sich nicht um seine Verpflichtungen gegenüber dem Geheimbund und hatte eigene Pläne für das Gerät. Deshalb versuchte er, einen Spion in Leonardos Dienste zu bekommen. Zuerst versuchte er es mit seinen Dienern, doch keiner war in der Lage, Leonardos Test zu bestehen. Am Ende entschied er, das Risiko einzugehen und jemanden von außerhalb zu nehmen. Mich. Ja, genau deshalb sind wir ja auch hier. Und jetzt betreten wir aber mal das Kloster. Bin da. Laudetur Jesu Christus. You must be the honored Messere Leonardo da Vinci. I am Malachi from Hildesheim. Father Abbot bestowed upon me the duty to show you around the library. Thus I welcome you and please follow me. Dann immer hinein in die gute Stube. In this scriptorium, our transcribers, illuminators and bookbinders work day after day to transcribe and translate the greatest treasures of the Christian world, as well as the works of masters of the classical antiquity. My brothers have just gone to their evening prayers. Therefore, you can devote yourselves to the study of the book you chose without any disturbances. The book is ready on the lectern. In case you need me, I will be meditating in our chapel. Good. We are alone. You should now look for the secret part of the library. Seek anything strange or suspicious. Whatever will catch your eye. Giacomo, we have to work quickly now. Do not worry. If anyone comes, I will divert their attention.
you must focus on your task. Understand me? Habe ich verstanden, auf jeden Fall. Na, und jetzt haben wir eine neue Notiz. Sacra di San Michele, Turin 1508. Nach einer langen Reise erreichten wir endlich Sacra di San Michele. Leonardo wählte den Titel 10 Bücher über Architektur von Vitruvius und während er vortäuscht, es zu studieren, werde ich versuchen, meinen Weg in den Geheimteil der Bibliothek zu finden. Der Hauptbibliothekar begleitete uns in das Skriptorium des Klosters. Der Ort ist wirklich ein Wunder. Der große Raum hat mir fast den Atem geraubt und die mysteriöse Atmosphäre war sehr intensiv. Aber wo sollte ich den Eingang zur geheimen Bibliothek finden? Ich glaube, ich könnte den Worten von Luca Pacioli den Hinweis entnehmen, dass der Einzige, der hier Zutritt hat, der Abt des Klosters selbst ist. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir denn hier so für mysteriöse Dinge finden. Ist aber schon wirklich schön hier, das muss ich mal sagen. So, gucken wir uns mal um. Kann ich bei Leonardo noch was machen? Nein. Ah. Wir haben viel Arbeit vor uns. Ab zum Altar. Schauen wir mal, was ist denn beim Altar los? Wir müssen ja wahrscheinlich erstmal die richtige Stelle finden, wo wir was lösen können. Mal kurz hier mit dem Oculus. Ah, schaut mal da vorne. Aber ich möchte mich hier mal kurz noch umgucken. Mhm. Oh, da fehlt auf jeden Fall was. Ein Steinchen. Das können wir uns ja schon mal merken. Können wir hier irgendwie was an dem Bild machen? Nicht wirklich, oder? Nee. Hier an den Pulten geht auch nichts. Gehen wir mal nach hinten. Die Truhe kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann natürlich jetzt auch täuschen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die schon mal gesehen. Oder in einer ähnlichen Art. Ploppt doch gleich hier Hinweis auf. Okay, also das war ja auch vorne der Altar. Hm. Gucken wir mal hier. Die ganzen Särge. Können wir leider nicht öffnen. Also hier ist auf jeden Fall nichts weiter. Aber hier diese Truhe, die ist schon so ein bisschen verdächtig, finde ich. Hier geht's in den Keller. Ich will erstmal ganz kurz hier nochmal nach rechts. Hier. Denn wir haben doch hier, ja, okay, gesehen mit dem Oculus, das was ist. Mal ganz kurz anschauen, wie das ohne das Oculus aussieht, wo man jetzt hier tatsächlich drehen kann. Ach hier, an den Figuren. Und hier bestimmt auch. Okay, dann schauen wir mal, ob diese Form hier irgendwo nochmal auftaucht. Oder wo auch immer das hin muss. Vielleicht auch einfach so. Dass hier irgendwie was durchfließt. Keine Ahnung. Wo das hinzeigen muss. Also Aussparung haben wir tatsächlich nicht. Hm. Ach so, oder? Genau, dann muss das geschlossen werden. Ah, dann ist hier irgendwo auch noch was, wo man das hinschiebt. Da. Mhm. Eine geprägte Scheibe. Können wir dann auch irgendwo ansetzen? Kann ich hier da irgendwie... Kann ich das runterziehen? Kann ich. Oh.
Ein Schädel. Ja, mit einer Schraube dran. Wo immer wir den dann einsetzen können. Haben wir hier noch was? Die ganzen Gemälde, das ist halt auch echt schön. So, raus kommen wir hier nicht mehr. Ja, ich würde sagen mal... nee, noch nicht in den Keller. Hier drüben ist auch noch was, oder? Ein Buch, da kommen wir nicht ran. Da ist eine Tür und hier ein Schränkchen. Okay, mit dem Oculus wird es nicht besser. Können wir was einsetzen? Nee. Da ist aber irgendwas drin, was man dann wahrscheinlich noch zurechtschieben muss. Kann man an eine andere Stelle? Nee. Wahrscheinlich brauchen wir dann hier einen Schlüssel, den wir jetzt einfach noch nicht haben. In der Tür ist nichts. Ja, an der... Oh, warte mal, hier beim Buch. Nee, und an der Tür. Es ist unmöglich, hier durchzugehen. Ist es das? Dann gehe ich halt in den Keller. Dann ist das jetzt wohl doch der Weg. Diese Tür ist verschlossen. Okay. Dann müssen wir doch noch irgendwie was anderes finden. Die Hinweise ploppen auf. Weil ich will noch keinen Hinweis nehmen. Ich möchte mich umschauen. Warum kann man denn hier manchmal an Särge ran? Ah, hier. Okay, das ist die Notiz. Nach einer langen Reise erreichten wir endlich Sacra di San Michele. Leonardo wählte den Titel 10 Bücher... Nee, hä? Moment. Entschuldigung, ich habe schon wieder angefangen vorzulesen, obwohl ich das vorhin schon gelesen habe. Das war jetzt gerade nur die Kritzelei hier, die dazu kam. Okay. Ich hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn hier noch was Neues an Text gekommen wäre. Nee, dann gucken wir mal weiter. Vielleicht ist er hier auch noch an den anderen... Da unten. Ha, ich habe was gesehen. Da. Da komme ich gar nicht ran. Weil hier, als ob da noch so Initialen dran sind. Aber wenn ich da hinklicke, komme ich nur dran vorbei. Oder jetzt? Jetzt? Okay. Gut. Dann haben wir die jetzt hier auch. Ich hätte ja gesagt, dass D und L steht für Da Vinci Leonardo. Das kann auch gut sein. Hier ist nichts dran. Okay, dann untersuchen wir die jetzt hier alle. Hier. Es wird sich dann wohl noch klären, wessen Initialen das hier alles sind. Hier, da war... Genau, das sind gerade eben. Gehen wir nochmal hier rüber. Oder hier mal an den. Da auch. Hier noch eine Info oder so? Hier oben? Oh, ich bin gespannt, wofür wir das dann am Ende brauchen. Hier hinten ist auch noch einer. Ah, zwei sogar. Alles notiert. Und... Ah, hier oben. War da nicht irgendwie was mit... Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einbilde, aber mit Nuli wurde da nicht irgendwie...
irgendwas gesagt? Irgendwelche Worte? Kommt mir gerade so bekannt vor. Ah, hier ist da... Nee, okay, ich habe was anderes gesehen, aber hier ist auch was zum Einsetzen. Ah, das ist nicht richtig. Hä, sah das nicht von der Rückseite so aus? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Dann brauchen wir hier aber auf jeden Fall auch noch was, was wir an den Altar ranpacken können. Okay, das ist wirklich immer nur die gleiche Stelle. Hier drüben noch? Nee, das hatten wir. Habe ich alle Särge erwischt? Das frage ich mich. Habe ich wirklich alles aufgezeichnet? Oder hat Leonardo noch was Neues? Nicht trödeln! Ja, mache ich doch schon. Ich bin doch schon am Untersuchen. Ich glaube, ich habe mir alle angeguckt. Und durch die Tür kann ich dann aber nicht. Hier kann ich nichts auswählen. Ich habe auch noch keine Idee, wo jetzt wirklich dieser Schädel eingesetzt werden kann. Weil wie ein Schlüssel sieht er ja nicht aus. Und hier an der Tür, da kam ja schon die Info, da können wir nichts machen. Ich muss einen anderen Weg finden. An den Pulten ist nichts. Ja, dieser Schrank ist halt auch schon verdächtig, aber aktuell kann ich da nichts machen. Ich kann auch nicht drehen. Ich kann nicht reingucken, nee. Das Ding, ich weiß nicht, wo es rangesetzt werden soll. An der Tür geht nichts. An dem Pult nicht. Mal nochmal vielleicht hier zu dieser kleinen Truhe. Ich meine, nee. Ich habe gerade gedacht, vielleicht könnte man was raufsetzen. Ah, doch, warte mal. Hier oben. Oder? Ah! Okay. Gut, dann ist hier wieder ein Mechanismus. Oh. Okay, also hier gibt es immer so goldene, ja, Teile, die in irgendeine Richtung zeigen. Wahrscheinlich müssen die dann alle richtig zeigen, kann das sein? Also, dass die oben auch so aussehen oder müssen einfach hier oben alle Hebel nach oben zeigen? Das kann natürlich auch sein, ne? Okay, die sind oben. Ob das jetzt aber dann am Ende so die Lösung ist? Kann ich jetzt was lösen? Der Edelstein wird von den Laschen auf beiden Seiten festgehalten. Aber ist der nicht jetzt so... Kann ich den jetzt nicht rausnehmen? Wo wird er denn noch festgehalten? Ach so, aha. Nee, warte mal. Ich erkenne das gerade irgendwie nicht so gut. Das muss ich hier dann lösen wahrscheinlich, oder? Okay, also, warte mal. Die Laschen, also das muss frei sein und das... Also das ist frei, aber das darf nicht frei sein. Das heißt, das Ding muss unten sein, aber das muss oben sein. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe erst gedacht, dass das alles vielleicht in eine Richtung zeigen muss. Okay. Runter, hoch. Nein. Hoch. Also die hauen hin. Haut hin. Das ist nicht richtig. Das letzte... Das kann dann nur durch den hier gesteuert werden. Okay. Edelstein bitte her. Alles klar. Und den können wir dann auch sicherlich jetzt einsetzen. Kann man hier aber jetzt sonst noch was machen? Also wieder reinsetzen will ich ihn ja nicht, aber wir haben auf der anderen Seite hier da drüben gesehen, dass man da was einsetzen kann. Machen wir das mal. Bin noch nicht nah genug.
Ah, okay. Ja. Also man kann das drehen, dann kommt ein bisschen raus und... Ah, rechts, links, rechts oder was? Also, warte mal. Rechts, links, nochmal links, nochmal links? Nein. Rechts, links, links, rechts. Auch nicht. Gut, also man muss hier so ein bisschen raten, wie das dann halt rausgeht. Und jetzt wieder links. Nochmal links? Nein. Wow. Wie viel brauchen wir denn da? Links, rechts, links, rechts. Okay. Ein kleiner Schild mit Armen. Also habe ich jetzt aber noch nichts gesehen, wo das angesetzt werden kann, wenn das die Aussparung ist. Okay, wo kann das denn hier genutzt werden? Vielleicht am Schrank? Ich meine, der Schrank ist das naheliegendste. Dass da noch irgendwie was passiert. Aber nein. Wo kann der angesetzt werden? Hier ist ein Blümchen drauf. Überall. Wo kann das Teil ran? Was haben wir denn noch? Ist hier noch irgendwas? Ich meine, hier an die Kiste, da kommen wir jetzt auch nochmal ran, ne? Hier ist da auch noch so ein Blümchen, aber ob es ein Hinweis ist, keine Ahnung. Nee, ich glaube, hier können wir nichts mehr machen. Gehen wir mal runter. Ah nein, Moment, Moment. Wir haben doch noch den Altar, aber da sah die Aussparung anders aus. Ja, wir können ja trotzdem mal gucken. Nee, Mist. Das sieht wirklich nicht so aus. Da muss irgendeine andere Scheibe angesetzt werden. Dann nochmal runter an die Tür unten im Keller. Kann man hier irgendwo was ansetzen? Es ist unmöglich, hier durchzugehen. Gut. Es ist unmöglich, also gehen wir da auch nicht durch. Das ist dann nicht das Ziel. Was haben wir denn noch? War hier drüben nochmal irgendwas? Können wir hier nochmal was machen? Weil hier war nur der Schädel drin. So ein Schild sehe ich hier. Ach, Moment. Nee, nee, die habe ich ja hier rausgenommen. Die habe ich dann nur rausgenommen. Was ist denn hier noch auffällig? Wo können wir denn noch was machen? Leonardo, sag doch mal was. Wo haben wir denn? Hier hinten haben wir doch auch noch eine Tür. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich darf hier keine der Türen nehmen. Ich muss irgendwo was finden, wo hier das Teil aufgesetzt wird. Finde ich jetzt gar nicht so einfach. Muss ich ja mal sagen. Lass mir mal kurz einen Hinweis geben. Mir fehlt nämlich gerade echt die Idee. Das Triptychon in der linken Nische des Skriptoriums sieht sicher interessant aus. Ich sollte mir das näher ansehen. Also dann doch wieder zu dem Gemälde. Hier drüben. Ja, man konnte sich das ja auch näher anschauen, ne? Man kann da ja hinten hinlaufen. Hier. Oh. Oho. Ein Schild. Teil eines Schildes. Kann man das jetzt zusammensetzen? Aha. Oh, Moment. Da. Aha.
Naja. Okay. Ein Schild. Und die 4 Aussparungen, die kann man jetzt an den Altar ranpacken. Okay. Das Oculus hilft uns nicht. Ah, die kann man bewegen. Ach, und hier unsere Notizen. Aber fehlt da was? Sind das jetzt 8? Moment. Nee, es sind sogar 9. Und ich habe nur... Ich habe nur 7. Warum habe ich nur 7? Hier sind doch gar nicht 9 Särge, oder? Mal ganz kurz zählen. 1. Einmal nochmal hier durch die Kapelle. 2. 3. Nee, da war ich ja dran. Hier ist nichts. So, 4, 5, 6, 7. Und hier hinten ist nichts. Da komme ich ja nirgends hin. Gut, dann haben wir eine 7 und müssen das mit den 7 regeln. Okay. Na dann. Gut. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir schauen uns das in der nächsten Episode mal genauer an, wie wir hier mit diesen Initialen ein bisschen was machen können an diesem Rätsel. Bin gespannt, wie das wird und ob wir das gelöst bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!